haben die denn für abgespeckte Frisuren hier im Spiel? Loading. So, da sind wir ja schon in unserem Convenience Store. This is the Convenience Store where we'll start working part-time. I have to go say hello to the manager first. Entering a Convenience Store. Okay, wir haben sogar einen kleinen Parkplatz hier. Da kann man nur von der Seite aus anscheinend den Parkplatz befahren. Bin ich hier rein, okay. Gut durchdacht. Da stehen auch schon zwei meiner zukünftigen Kollegen. Oh. Hey, Alter, was war? Holy shit. Was ist das denn für eine Türklingel? Boah, das wird mir ja... Das wird... Also nach 10 Minuten, wenn da irgendwelche Leute reinkommen, würde ich schon genervt sein, glaube ich. Manager, oh, it's you. I'm looking forward to working with you. Yes, I'll do my best. No customers are here yet, so you can take a look inside the convenience store before you start your work. When you're ready, take your position. Okay. Okay, da wo der rote Pfeil ist, ist wahrscheinlich... Was haben wir hier denn so alles? Hit, hit, hit. Hit, hit, hit. Xylitol. Also Xylitol. Aber wenn ich jetzt auf die Verpackung schaue, sieht das so ein bisschen aus wie Kaugummi. Aber Xylitol hört sich nach was ganz anderem an. Nach etwas sehr chemisch Ungesunden. Boah, das geht mir jetzt schon auf den Geist. Oh. Oh, die Kissen sind geil. So ein Donutkissen. Ich hätte gerne das Toastbrot. Das Toastbrot ist ja geil. Okay, Regenschirme natürlich, wie üblich. Es gibt hier so eine Zeitschrift, eine Katzenzeitschrift. Ein paar Idol-Zeitschriften, aber nichts Anime-mäßiges. Ach doch, hier, ja, natürlich. Hier sind die Mangas, selbstverständlich. Ein Copyshop können wir hier anscheinend auch noch machen. Bankautomaten haben wir hier auch noch, ein ATM. Alles da, ne? Alles da. Alles, was man so braucht. Oh, die Sticks sind lecker. Kennt ihr die Sticks? Die Sticks sind mega lecker aus Japan. Die schmecken richtig geil. Ich glaube, die mit Honigschokolade, die fand ich super lecker. Die waren echt extrem nice. Ich kaufe die zwischendurch mal, wenn ich bei mir in meinem hiesigen Manga-Laden bin. Hol ich mir zwischendurch mal welche raus. Von diesen japanischen Sticks, die haben die dort nämlich. Okay, ja, ging nicht durch. Perfekt, alles klar. Xylitol ist doch nur Zuckersatz, oder habe ich das falsch im Kopf? Ging nicht durch, wurde aus Konflikt mit dem Mod-Anstellung des Kanals nicht gepostet. Ja, sehr schön, sehr schön. Okay, dann passt was. Xylitol klingt nach Xylit, also Süßstoff. Ah, okay, tatsächlich. Meine Güte, ihr seid wieder so gebildet, ne? Ich fühle mich wieder so dumm unter euch. Ach, das ist schlimm. Es ist schlimm, Streamer zu sein, ohne Scheiß. Man fühlt sich immer so dumm bei seinen Zuschauern. Ich wusste tatsächlich nichts. Xylitol habe ich tatsächlich noch nie gehört oder gelesen in Inhaltsbeschreibungen oder so. Okay. Ah, hier kommen dann wahrscheinlich nochmal irgendwie so Gebäcksachen rein oder so. Wir haben hier auch noch Mikrowellen, um irgendwelche Instant-Nudeln wahrscheinlich aufzuwärmen. Ah, natürlich Tabakware gehört dazu. Soll das etwa Lucky Strike sein hier? Get into position when you're ready. Ja, I'm ready. Nina, thank you for your hard work. Oh, good. Thank you for your hard work. Alright, I leave you to the cashier duties. Actually, I've got some important things to take care of. I'm sorry, but you'll have to take care of things on your own. Ja, danke. Ey, das ist mein erster Tag und der Manager lässt mich sofort alleine? Huh. I'm going to be on my own for my first day. Don't worry. It's a simple job. I'll give you instructions over the phone, so take it easy. Alright then, please take care of everything. Wait for the manager to call. Boah, die Tür, die gibt mir jetzt schon auf den Sack. Eieiei. Ei, ei. Okay. Ah, wird schon okay sein, glaube ich, ne? Wird schon alles okay sein. So, was kann ich denn machen? Wait, okay, ich muss für... Nicht hier in den... Ah, okay. Wir haben hier einen kleinen Computer.
Computer. Einen kleinen Safe. Aber ich kann hier tatsächlich nichts machen. In den Dingen kann ich auch nichts machen. Ja. Ist klar. Ah. Manager Call. Warte, wie geht... Ah. Nehme ich automatisch an. Okay. Storm Manager. Hey, can you hear me? Throw a flashback. First, hold the item scanner in your hand. When you... Ah. Oh, God. Ah. Blitzlicht. Fabio, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, mein Lieber. When the customer brings an item to you, scan it with a scanner. Pretty simple, huh? Equip Scanner 1. Okay. Okay, wir müssen jetzt auf unseren ersten Kunden warten hier, oder? Dealing with customers. Equip the scanner. Ja, hab ich. Und jetzt? Ah, da kommt ja schon unser erster Kunde. Kommen Sie hereinspaziert. Wir haben eine neue Eröffnung. Der beste Part-Time-Worker ist am Start. Ach, hier können wir auch rein. Okay. Okay, das Lager ist aber sehr leer, muss ich sagen. Also. So, ich muss auch aufpassen, dass er nichts klaut, ne? Entschuldigen Sie. Herzlich willkommen zu Boris Schlemmermeile. Oh, wow, das haben wir... Ja, Daumen hoch, genau. Ja, wir machen das alles für dich, ne? Genau, Chocki. Da will ich aber aufpassen, die, ne? Also nicht zu viel davon. Sonst kriegen sie Sodbrennen, lieber Herr. Auf Wiedersehen. You're doing well. Working the cash register adds to the store's good rating. Okay, habe ich gerade gesehen. Wir haben jetzt ein Rating von 1000. My stalking, I mean monitoring work is going well over here as well. Ah, ach so, der Beobachter. Ja, natürlich. Okay, now let's deal with the troublesome customers. Equip a weapon and beat them up. Bitte was? Wir sollen unsere Kunden verprügeln? Warum das denn? Ja, mit einer Brechstange natürlich. Wo sind wir denn hier? Bei Half-Life? Was ist das hier eigentlich für ein Becken? Müssen wir jetzt mit der Brechstange ernsthaft irgendwelche Kunden verprügeln oder was? Sicher, dass das der richtige Job war? Ja, ich glaube schon. Was macht er denn da? Wo will der Junge denn hin? Was hat er vor? Möchte er Ware klauen? Herzlich willkommen. Sie stehen unter Beobachtung. Ach, der raucht mitten im Store. Are you trying to pick a fight? I am part-time worker. Okay. Ja, okay, die Physik. Okay, das sah lustig aus. Bullet Time. Das war ein akkurater Bullet Time Move hier gerade. You're doing well. Letting troublesome customers loiter adds to the store's bad rating. Okay. Customers are not in fact always right. So beat up the troublesome one. I'm done with my work. I'm feeling lazy now. Let's go out for a drink. So, er hat auch noch eine weibliche Begleitung da neben sich, oder was? Oh, just kidding. I actually have to go because I got a call from HQ. Ja, natürlich. Echt, dem Store-Manager glaube ich kein Wort mehr. Next, use your store scan skill. You'll be able to see the movements of all those troublesome customers who are hidden in seconds. What? You can't use that? It's an essential skill for convenience store workers. Okay. Ah, da vorne kommt. Ah, die werden dann gelb. Die leuchten dann gelb. Die Troublesome. Warte, wo will er denn hin? Was hatte er denn vor? Ja, warum? Er raucht doch nur auf dem Parkplatz. Warum soll ich ihn denn. Ach so, no smoking. Ey, Junge, Sie dürfen hier nicht rauchen. Wissen Sie das eigentlich? I am part-time worker. I'm terribly sorry, ja. Holy shit, ich hab den gerade die Schädeldecke eingeschlagen.
Looks like you mastered store scan. Now you're a full-fledged convenience store worker. You've got it from here. Okay. Auf ein neues. Fabio, herzlich willkommen, mein Lieber. Nö, alles okay, alles bestens, mein Lieber. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich hoffe, du hattest einen erholsamen und wunderschönen Samstag bis dahin. Start work. Approx 60 minutes. Ja, komm. Machen wir doch mal. Wir machen das jetzt mal eine Stunde. Work until the end of the day. Okay. Mal schauen, was hier denn so alles passiert. Also, ich habe hier den Scanner und meine Brechstange. Beziehungsweise ist es eine Brechstange, in diesem Nageleisen. Mein Nageleisen und mein Scanner. Also die Regale müssen mal ein bisschen aufgefüllt werden hier, oder? Das sieht ein bisschen traurig aus hier bei den Sandwiches und so. Bei dem Gemüse auch. Ich wollte gerade sagen, das ist hier komplett leer, das Eis, oder was? Oh nee, es geht noch. Wir haben hier ein paar Kartons, aber warum stehen die Kartons denn hier und nicht im Lager? Ein Kühllager haben wir gar nicht erst. Ein sehr merkwürdiger Convenience Store. Was sagt denn die Toilette? Die Toilette sagt auch... Ah, wir haben hier schon die ersten. Wie gehst du denn bitte? Hast du dir in die Hose gemacht? Was ist mit dir kaputt hier? Was ist mit dir los? Sie schüttelt sich? Ich rüste schon mal meine... Mein Nageleisen. Ich nenne es jetzt einfach Brechstange. Auch wenn es eigentlich nicht... Warum schüttelt die sich hier die ganze Zeit? Was ist mit dir los? Hat die Läuse... Will die ihre Läuse hier gerade verteilen? Oder... So, okay, das war merkwürdig. Oh, die Sticks. Ja, sehr lecker. Kann ich nur empfehlen, mein Lieber. Die sehen aber sehr verdächtig aus. Also, was ist denn mit ihnen los? Tanzt die da hinten? Die tanzt... Warum macht die denn in meinem Laden ein Breakdance? Hey, entschuldigen Sie mal bitte. Oh, da aber gute Moves. Mein lieber Scholli. Ich weiß nicht, will ich eigentlich nicht unterbrechen, oder? Ja, komm, die lassen wir mal. Was soll die denn machen? Steht er denn so verdächtig darum? Ja, schönen guten Tag. Oh, auch Sticks. Ja, sehr schön. Herzlich willkommen. Minus 500. Holy shit, das gibt minus 500? Okay, ja, warte, ich muss da gleich mal... Ich muss die Frau da gleich mal entfernen. Das geht, meine Reputation geht runter. Hören Sie doch bitte auf, hier einen Breakdance aufzuführen. Aber der Move ist schon sehr krass. I am part-time rocker. Ah, ich glaube, da habe ich hier gerade den zweiten Schlitz verpasst. Es tut mir leid, aber... Oh. Oh, noch richtig zielen hier, ne? Was kaufen Sie denn hier alles ein? Wie heißen die Dinger? Die Giri? Ausgerüstet, die Kunden zu verprügeln. Jawohl. Ja, herzlich willkommen, mein Lieber. Was gibt's denn für Sie? Klopapier? Kennen Sie etwa? Das ist ja widerlich. Kennt ihr die Werbung? Ist das eine Werbung? Nee, ist ein Sketch, ne? Ich glaube, das ist ein Sketch. Kennen Sie etwa? Das ist ja widerlich. Guck mal, da vorne sitzt einer. Geht er längs? Weiß man auch nicht. Warum hat er denn einen Eimer auf dem Kopf? Warum hat er denn einen Eimer auf dem Kopf? Hey! Hören Sie doch auf hier! I'm part-time worker! Wollte der gerade mein Inventar zerstören? Und was, warum haben Sie einen Eimer auf dem Kopf? Oh, okay. I feel at home in the corner. Manche Leute haben echt... Also, was ist denn mit dem los? Warum fühlt er sich denn? Okay. Wir lassen das mal so stehen. Oh, der hier gleich reinkommt, der sieht schon sehr verdächtig aus. Ich frag mich, warum die hier reinkommen und einfach hier so ein bisschen rumstehen wie Falschgeld. Ja, ein sehr schöner Einkauf. Kann ich nur empfehlen. Chucky, ne? Wie gesagt, aufpassen. Nicht zu viel, sonst kriegen sie so, mein Lieber.
Stylisch. Sehr, sehr stylisch. Wo wollen Sie denn noch hin? Ja, noch ein bisschen Haarspray. Boah, ich weiß jetzt nicht, ob Sie unbedingt Haarspray benötigen bei den kurzen Haaren, aber... Health Natura. Ja, bitteschön. Auf Wiedersehen. Beehren Sie uns bald wieder. Guten Tag. Eine Cola. Ein, ich weiß nicht was. Wieder so ein Klappeis oder was? 1000. Ich bekomme hier... Der... Oh, der sieht betrunken aus. Der sieht betrunken aus. Ja, ist ja gut. Ich mache ja schon hinne. Hat er gerade auf sein Handgelenk gezeigt? Von wegen... Haben wir hier irgendwelche Leute, die irgendwie Blödsinn bauen? Nee, ne? Nee. Sieht ganz gut aus. Ah! Boah, im freien Fall gescannt. Können Sie das mal bitte einmal kurz... Ich möchte jetzt ein bisschen mehr als eine 1000er Wertung. Nee, das hat er nicht appreciated, der Sack. Gib mir trotzdem nur eine 1000er Wertung. Ist das jetzt das Ziel des Spiels oder was? Also, dass ich hier jetzt die ganze Zeit wirklich nur rumstehe, die Sachen scanne und zwischendurch irgendwelche Kunden verprügeln, die halt welche Probleme verursachen? Oh, sie hat's eilig. Oh, sie hat's eilig. Das sieht mir aber so ein bisschen aus, als ob sie auf Toilette müsste. Wir haben hier auch eine Toilette. Bitte pinkeln Sie nicht auf dem Flur. Das dürfen Sie wieder sauber machen, das verspreche ich Ihnen. So, wehren Sie uns bald wieder. Ja, schönen guten Tag. Was kann ich Ihnen Gutes tun? Wollen Sie noch ein bisschen Bier haben? Sie sehen noch nicht betrunken genug aus. Anscheinend nicht. Was ist das denn? Smooth Tissues. Ah, okay. Ah, Ihr Katerfrühstück. Sehr gut. Ja. Daumen hoch. Daumen hoch. Danke. Was ist das? Grüner Tee wahrscheinlich. Und noch eine Dose Bier. Sehr schön. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Wir hauen das hier auf jeden Fall jetzt einmal durch und danach geht's dann in Hellglade weiter. Ne, Hellblade. Hellblade muss ja weitergezockt werden heute. Weil gestern haben wir ja nicht so viel dazu, deswegen werden wir heute mit Hellblade weitermachen und nicht mit Fatal Frame anfangen. Diese Türglocke, ne? Also ich sehe das richtig. Der Horror an dem Gang ist die Tür... Ja, ja. Anscheinend. Aber bisher ist auch noch nicht so viel passiert, ne? Also die Kunden bisher hier sind wirklich sehr anständig. Sie gehen nur sehr verdächtig. Aber ich glaube, die haben einfach nur... Der eine hat sich wahrscheinlich eingestuhlt. Er hat, keine Ahnung, Hämorrhoiden. Man weiß es nicht, aber... Ansonsten passiert hier ja gerade reichlich wenig, ne? Ah, okay. Boah, der hat gerade was gestohlen. Ich hab's genau gesehen. Hey, Finger weg! I'm back, I'm wacko! Wollte der gerade in meinem Laden kostenlos essen? Kann ich den nochmal hauen? I'm part-time worker! Ja, I'm part-time worker! Genau. Heißt. Ja, schönen guten Tag. Dankeschön. Es freut mich, dass Sie mich so feiern als Part-Time-Worker. Oh, grün ist immer sehr verdächtig. Grün ist immer sehr verdächtig. Ah, okay. Haben Sie noch mal Glück gehabt? Ich habe sie genau beobachtet. Okay. Können Sie das bitte noch mal aufheben, damit ich das scannen kann? Hallo? Können Sie das bitte wieder aufheben, damit ich das scannen kann? Hallo? Okay. Wie ist er denn geschminkt? Tolles Stück Scheiße. Wie sah er denn aus? Was ist denn bei dir los?
Wo will er denn hin? Was? Achso, bin nur gegen die Tür gekommen, okay. Wo will er denn hin? Er sieht ja heiß aus. Was hat er denn vor? Irgendeine Kinky Party, ja? Was? Alter! Was war das denn? I am part-time worker. Ich hab zwar gerade minus 500, aber das lasse ich mir doch nicht bieten. Ihr schmeißt einfach die Ware mir entgegen. Das gibt's doch nicht. Das lassen wir uns nicht bieten, oder? Das lassen wir uns nicht bieten. Gibt's eigentlich... Ich muss einfach nur den Tab durchstehen, ne? Ich muss ja einfach nur jetzt scannen und, ich glaube, wir haben gar kein Ziel, was für eine Reputation wir erreichen müssen, oder? Was sieht hier? Ja, genau, mitten auf dem Parkplatz. Was stimmt, was ist denn mit dir nicht los? It's warm. Ja, natürlich, du sitzt vom Feuer, du Idiot. Das war aber ein gekonnter Bullet-Time-Salto. Also das muss ich den Leuten hier schon lassen. Das habe ich genau gesehen. I'm part-time worker. Ja. Okay. Also wirklich das Einzige, was man hier machen muss, ne? Leute verprügeln und Sachen scannen. Ah, schönen guten Tag. Sie waren doch vorhin schon da und haben sich ihre Haare auf meinem Boden ausgeschüttelt. Ja, das habe ich mich auch gefragt, was das sollte, gnädige Frau. Das Scan-Movement ist auch wild. Oh, wir haben hier... Oh, du siehst verdächtig aus. Du siehst verdächtig aus. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Kleinen Moment bitte. Ich muss hier... Was macht er denn hier? Was hat er denn vor? Hast du gerade die ganzen Mank... I'm part-time worker! Boah, ein guter Backflip. Gekonnt. War nicht ganz sauber gelandet, aber sah schon gut aus. So, Searcher hat gerade einen guten Shot hier. Auf die Klingel brauche ich dann gerade. Ja, alleine du, ne? Brauchst du einen Grappa, genau. Ist klar, Searcher. Das ist klar. Oh ja, danke schön für das Herzchen. Guck mal, Searcher, so musst du mit mir umgehen. Der hat mir hier gerade Liebe gegeben. Ein bisschen Fürsorge. So. Ja, ey! I am part-time worker! Was ist mit dem denn los? Warum kommt er denn mit? Was ist denn bei dem los? Ich beobachte sie ganz genau, mein Lieber. Warte, okay, er steht ganz normal an der Tasse. An der Kasse. Ja, vom Rumstehen wird der Grappa ja nicht leerer. Ja. Ich wünschte schon. Gibt es nicht irgendwie einen Grappa-Käfer oder einen Grappa-Wurm oder so, der sich hier einnisten kann, damit der Grappa irgendwie verschwindet? Okay, ich habe ja keine Ahnung, was ihre Vorstellung von einem sozialen Leben sein soll. Ich weiß auch nicht, was ihr Kink ist. Allerdings sollten sie sich, glaube ich, mal ein bisschen Hilfe suchen. Ich habe sie auch ganz genau gestalkt. Ich meine, beobachtet. Ist nicht gerade jemand in die Tür reingegangen? Holy shit! Was ist das denn hier? Der wollte unseren Safe klauen. Ach so, ja, klar. Noch ein. Das ist halt. Das ist halt immer spitz, ja. Okay. Gut, dass der von dir kam, Searcher, nicht von mir. Der wollte gerade echt unseren Safe klauen.
Was eine Frechheit. Oh, Chan, ernsthaft? Ein Glas Rum auf Eis? Meine... Jawohl! Das habe ich genau gesehen. Das habe ich genau gesehen. Okay. Ein Glas... Was ist denn mit euch heute los? Nur weil heute Samstag ist oder was? Wollt ihr mich jetzt hier wieder abfüllen? Ihr müsst ein bisschen aufpassen, ne? Ich habe noch nichts gegessen. Also ich hab tatsächlich lieber ein Grappa, ja. Tatsächlich. Weil... Wenn ich jetzt den rum... So, es reicht. I am Bertram Walker! Ja. Ja. Das... Boah! Hast du gerade? Das hast du nicht getan. I am Part-Time Walker! What the hell? Der ist einfach durch die Scheibe gesprungen. Was ist mit dem nicht in Ordnung? Was war das denn? Wollte ich gerade sagen, konntest du dir die Punkte zurückgeben, ne? Sehr gut, sehr gut. Danke, Plugins. Danke, Plugins. I'm Part-Time Walker! Ey, das nimmt hier gerade ein bisschen Überhand. Und warum ist der eigentlich wie Jolly Jumper gerade durch die Scheibe gesprungen? Was sollte das denn? Hä? Telefoniert er? Ist er in meinem Lager? Oh Gott. Der fällt die Bäume. Was ist denn nicht in Ordnung mit den Leuten? Habt ihr sie noch alle? Das ist ja eine ganz wilde Nummer hier gerade. Das nimmt echt Überhand. Holy shit. Ja, danke, Chan. Badet der da gerade? Es wird nicht besser. Können Sie mal bitte aus dem Wasser rauskommen? Warum badet der? Und gerade in diesem Wasser? Das sieht nicht sauber aus, das Wasser. Was wird da eigentlich drin gemacht? Sind da Fische drin? Oder werden da die werden da Nudeln gegart? Was ist mit dem Wasser überhaupt los? Super Spray. Dancen Shampoo. Noch ein bisschen Chips. Ja, gehört immer dazu, ne? Also nehm ich halt auch immer so ein bisschen so Chips zum Shampoo. So nicht, mein Lieber. I am Bertram Walker! Also mir ist es egal, da die 500 Reputation weniger zu bekommen, aber das lasse ich nicht mit mir machen. Ja, genau, so müssen anständige Kunden sich verhalten. Das mache ich beim nächsten Mal beim Aldi auch. Gehe ich auch an die Kasse und ein lecker Würstchenwasser. Ja, genau, das Däumchen geht hoch. Wer kommt hier rein? Oh ne, die sehen eigentlich alle ganz in Ordnung aus, ne? Ich hab den noch so im Augenwinkel peripheres Sehen. Geht schon klar. Okay. Jetzt auch keiner. Ja, okay. Ja, ich kann es leider nicht verhindern mit dem. Das tut mir leid. Hey, was ist hier los? Was? Ja, okay. Also auch wenn ich das... Aber ist ja... Ja. Warum auch immer man das macht. Baden im Supermarkt, ja.
Ich frage mich auch, warum man da in diesem Wasser da rumbadet. Also. Die sind wirklich nicht normal. Auch wie die hier teilweise rumgehen, ne? Also wirklich. Guckt euch das mal an. Macht der dabei ein Workout oder. What? I'm a superhero. Genau. Kommt ja durch die. Alter. Was zum Henker? Was zum Henker? Du hast ein Loch in unsere. Alter. I am part-time worker. Ja, und jetzt? Was ist denn jetzt, wenn es regnet? Ach, der Hütchenmann ist wieder da. Bleibt das jetzt so? Nee, ne? Die Glasscheiben sind ja auch wieder weggegangen. Okay, nach einer Zeit geht das anscheinend wieder weg. Warte mal, wo wollen Sie denn hin? I'm Perch, I'm Walker! Wow. Der ist gerade echt wie ein Superheld durch die Decke gesprungen. Jetzt haben wir ein Loch in der Decke. Das sah schon geil aus. I'm a superhero. Bam. Ganz wild. Das ist ja eine ganz wilde Nummer hier. Oh wow, der mit der Maske. Dich beobachte ich mal ganz genau. Ach so, mit dem Messer, ja klar. Oh, jetzt habe ich beide umgehauen. Das tut mir leid. Das war nicht gewollt, dass ich beide umhaue. Aber okay. Ich habe aber nur Pluspunkte bekommen. Was? Ach so. Also wie wir hier mit unserem Scanner auch umgehen, ne? Das sieht auch ganz wild aus, muss ich sagen. Oh. Heiße Frisur, mein Lieber. Heiße Frisur. Waren Sie gerade auf der Pariser Fashion Week? Was? Time Walker. Also ich weiß ja, dass ich sehr fotogen bin, aber sie brauchen trotzdem mein Einverständnis dafür. Ja. So, hier unten noch. So, ich glaube, ich habe das ganz genau gesehen. Oh nee, okay, der war das nicht. Entschuldigung. Es tut mir leid. Oh lol, der liegt im. Ach so. So, nee, ey. Ich weiß jetzt nicht, ob das so schlimm ist, oder? Fahrrad stehlen! Warum hast du Brokkoli auf dem Kopf? Warum hat der denn Brokkoli auf dem Kopf? Was ist denn mit den Leuten hier kaputt? Das ist ja der eine hat irgendwelche Verkehrshütchen auf dem Kopf, der andere Brokkoli, der andere ein Plastikeimer. Okay, der hat irgendeine komische japanische Maske auf. Okay.
Erinnert mich gerade so ein bisschen an Demon Slayer, die Maske. Aber klar, ist ja natürlich eine normal traditionell japanische Maske, ne? Also es ist jetzt nichts wirklich mit Demon Slayer zu tun, aber in Demon Slayer ist die, glaube ich, war das nicht der Trainer von ihm, der die Maske da die ganze Zeit auf hatte bei Demon Slayer? Ich weiß das nicht mehr. Ich habe so nebenbei geguckt. Ich gebe mein Bestes, mein Lieber. Ich gebe mein Bestes. So, vielen Dank. Was jetzt wieder passiert? Ach Gott, wer sitzt denn da hinten jetzt schon wieder? Sitzt er hinterm Laden? Er sitzt wieder hinterm Laden. Was ist mit dem Loch in der Decke? Ach, das Loch in der Decke wird nicht verschwinden. Ach Gott, der Hütchentyp kommt wieder an. Okay, finde ich jetzt aber nicht so schlimm, dass der hier sitzt. Genauso wie die... Tragen Sie gerade ein Klavier um? Alter Schwede. Der trägt. Wow. Hut ab. Also hier ein Klavier zu tragen. Alle Achtung. Alle Achtung. Ach, was macht der denn da? Was hast du denn da? Gerade gebetet? So, nee, ist nicht. Die spielen hier jetzt kein Klavier. I'm Part-Time Walker! Oh, ich hab grad. Oh, das waren minus 1000. Oh, hätte ich den nicht schlagen sollen? Ich dachte. Naja, okay, dann nicht. Kacken Sie etwa? Ich sollte immer Demon Slayer gucken, hab aber seit 9 Monaten nur Folge 1 geguckt. Okay. Also, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der Shonen-Typ, was Animes angeht. War ich früher mal mit Dragon Ball, ne? Also Dragon Ball war schon sehr cool damals, früher. Ja, genau. Was war das denn? Und warum läuft hier, warum watschelt hier ein Pinguin rum? Warum? Was macht denn der Pinguin hier? Ich lass den mal. Mal gucken, was er macht. Was ist denn mit dem Pinguin? Kommt der hier? Der kommt tatsächlich hin rein. Ja, Herr Pinguin, herzlich willkommen. Was kann ich Ihnen Gutes tun? Wir haben hier gerade ganz frisch Fisch mit gebadetem Arsch. Wie auch rum. Was machst du denn jetzt hier? Eine T-Pose? Habe ich genau gesehen, junges Fräulein. I'm Part-Time Walker! Okay, minus 500, geil. Was machst du hier? I'm Part-Time Walker! Ja. Ja, echt. Ich glaube. Muss ich den Pinguin wirklich verscheuchen oder was? Ich will den Pinguin nicht verscheuchen. Guck mal! Bibi! Ich finde das super, dass der Pinguin hier einkauft. Oh nee, ich will den Pinguin nicht verprügeln. Ernsthaft, muss ich den Pinguin gerade verprügeln? Was macht denn der da hinten? Ich glaube, ich muss den Pinguin verprügeln, oder? Oh, hey, Alter, alle Achtung, mein Lieber. Alle Achtung. Ja, aber leider muss ich Sie dafür jetzt bestrafen. Er sagt, wow. Ja, okay, ich kann den Pinguin nicht. Das geht nicht. Okay. Aber wer ist denn noch hier? Wen kann ich denn... Hä? Achso, das ist der hier rumläuft. Pinguin ist echt. I'm Part-Time Walker! Pinguin ist das Geilste. Also wirklich, der Pinguin ist ja der Hammer. Okay. Ja, viel Spaß. Guten Hunger, Pinguin, guten Hunger. Lass dir schmecken.
Ippatsu, ein verrücktes Spiel. So. Ja. Können Sie das beim nächsten Mal bitte etwas ordentlicher, etwas... Das habe ich genau gesehen. Diese sportliche... Hallo, es stört... Holy shit, in Ihrem Alter! Alle Achtung. Respekt. Aber ich wusste, es tut mir leid, aber Respekt. Aber die Schlange wird immer länger, ne? Legen Sie bitte einen Zahn zu. Hinter Ihnen stehen auch noch Leute. Ja? Ja? Ah, danke. Wie schimpft sich das Nigiri, ne? Heißt das nicht Nigiri? Diese Dreieck-Reis-Snacks? Nagiri, Nigiri? Irgendwie so, glaube ich, ne? Oder so ähnlich. Ja. Haben Sie vielen Dank. Oh, ist das schön, wenn es friedlich ist, oder, liebe Leute? Wobei der Spaß kommt eigentlich erst, wenn es nicht so friedlich ist. Also bisher mein Highlight bisher auf jeden Fall der Pinguin. Der Pinguin und... Hey, let's play Baseball. Ey, du wirfst doch jetzt nicht meine Scheibe ein! Okay, hat er in den Eingang geworfen? Okay, er hat nichts kaputt gemacht, Gott sei Dank, ey. Also bisher mein Highlight auf jeden Fall der Pinguin und der Dude, der sich hier ins Wurstwasser gelegt hat. Was für ein wildes Spiel. Ich habe das Spiel übrigens auch nur durch Zufall entdeckt. Das hatte ich mal, ich war auf YouTube so ein bisschen unterwegs und war auf den YouTube Shorts unterwegs und da hatte ich das dann von irgendeinem japanischen VTuber hatte ich da so ein Video in die Timeline gespült bekommen, der dann... hatte ich das in die Timeline gespielt bekommen und dachte, hey, das ist eigentlich echt, das sieht echt lustig aus. Was zum Henker? I am part-time worker. Okay. I'm part-time worker. Ach so, der da vorne wühlt auch noch rum oder? Ach, natürlich. I am part-time worker. Oh, jetzt geht's aber los hier. Und was machst du? Du steckst dir schon wieder hier die ganzen Sachen ein, oder was? Holy shit, ey. I am part-time worker. Reflexe wie ein Leopard. Wie ein Gepard. Leopard, Gepard, schwarzer Panther. Ihr wisst, was ich meine. Der Robo-Dance, ja. Onigiri heißen die Dinger. Onigiri, genau. War ich ja nah dran. Dann war ich ja tatsächlich nah dran. Okay, der Safe steht hier immer noch. Haben wir immer noch ein Loch in der Decke? Ja, unser Loch in der Decke. Sehr schön. Mit unserem Superhelden. Ist hier eigentlich das Fenster ist komplett raus, ne? Ja, tatsächlich. Da ist kein Fenster. Ist kein Fenster mehr drin. Ja, sieht anders aus. Das Fenster ist auch komplett raus. Oh je, ob wir dafür einen Anpfiff von unserem Manager erhalten? Ach, meine Güte, was hast du denn jetzt wieder vor? Was soll das denn? Was soll das denn? I put up a fucking flag. Ja, ist klar. Ja. I'm part-time worker. Wenn du jetzt eine Boriac-Flagge da hingehängt hättest, dann wäre alles in Ordnung gewesen. Aber dieses Grinsen-Face, nee, tut mir leid. Nee. So, hier, auf dem Boden noch. Okay. Wakanda Forever. Auf die Erklärung über die Schäden bei Schichtübergabe bin ich mal gespannt. Ja, da bin ich auch mal gespannt bei Schichtübergabe. Hey, was soll das denn hier wieder? Gibt zwar minus 500, ist mir egal. So, hier ist noch irgendeiner wieder. Wie ist er denn hier reingekommen? Was macht sie am PC?
Ah! Ach so. Ja, dann will ich sie auch nicht weiter stören. Das. I am part-time worker. Dann möchte ich sie auch nicht weiter stören. Meine Güte, sie brauchen aber lange zu suchen. Was sucht er denn da so wild? I am part-time worker. Was hat er denn da alles eingegeben für die Suche? Squirting MILFs outdoor with peasants? Was hat der da alles eingegeben, bitte? What's going on in the store? Call the manager. Nee, ich call mich hier gleich selber. Hör auf, den Manager anzurufen. Ich habe hier schon genug Schwierigkeiten. Eine Scheibe ist kaputt. Wir haben ein Loch in der Decke. Und irgendein Fremder hat gerade auf irgendwelchen Adult-Seiten, auf irgendwelchen Porno-Seiten hier rumgesucht. Oh Gott, das muss ich alles zensieren für YouTube, ne? Das muss ich alles zensieren für YouTube. Eieiei. Kennt sich jemand von euch mit Videoschnitt aus? Oder interessiert sich jemand von euch für Videoschnitt? Ich frage einfach mal ganz kackendreist. Was? Ach so, was? Der grillt auf... Das haben die nicht gemacht. Das haben die nicht gemacht. Und er grillt hier fleißig weiter, oder was? Die... Wow. Das eskaliert hier gerade so ein bisschen. Hm? So, hier irgendwo liegt wieder... Ah. Die Ippo? Oh Gott. Oh Gott, was wird der Manager denn? Ach, Gottes Willen. Ach so, ihr geht jetzt auch gar nicht mehr durch den Eingang, sondern ihr geht jetzt einfach. Ja, natürlich. Ja. Hereinspaziert, liebe Leute, hereinspaziert. Es ist frei für alle. Oh Gott, das wird interessant mit dem Manager. Das wird eine interessante Begegnung werden. Die sind hier gerade tatsächlich mit dem Auto in den Laden gefahren. Das wird eine lustige Geschichteübergabe, ja. Ja, ich bin dem... Als ob ich das nicht merke. Sag mal, was denkst du eigentlich? I'm part-time worker! Denkt der, ich bin blind? Alleine die Frage, denn how did they find out? Du bist hier gerade mit dem Regal auf dem Rücken. Okay. Okay, es eskaliert hier gerade drastisch. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung, Opa? Mit seinem Gehstock. Mit seinem Gehstock. Ich dreh durch. Warum denn? Da lag doch auch gar nichts drin. Ich meine, der war ja auch, er hätte ja auch überhaupt nichts nehmen können. Das war ja reiner, das war ja reiner Rentner-Vandalismus hier. Also alleine das mit seinem Gehstock zu machen, dass der nicht, kein Wunder, dass der hier oben rüber gekippt ist. Okay, es kam natürlich, ich habe jetzt noch ein bisschen kinetische Energie von hinten auf ihn eingewirkt, aber... Da zerschlägt er das Teil einfach mit seinem Gehstock. Dann kommt hier noch ein Wagen reingefahren. Was macht er denn hier jetzt wieder? Ich hab dich doch gerade eben rausgeschlagen. Willst du schon wieder ein Regal mitnehmen oder was? Coming through. Ja, da, ja, nee, sehe ich. Was?
ist hinterm Laden. Was hast du denn da vor hinterm Laden? Was willst du denn da machen? Das sieht sehr verdächtig aus, was du da machst. Was hast du denn vor? Der hat einen Hammer? Ja, genau! Was sind... Ich hab kurz zusammengedrückt. Er nimmt sich hier wieder... Ich wusste es. Ich hätte ihn sofort... Alter, Junge. Also, Respekt, aber... Respekt, aber nee. So, ich nehme hier jetzt nochmal ein Sushi raus. Hier, so ein Bento. Was auch immer das sein mag. Das sieht sehr lecker aus. Hätte ich schon Bock drauf. Was ist denn jetzt wieder passiert? Ach, der raucht hier wieder. Okay. Der Rentner haut hier einfach mit so einem Holzhammer die Wand ein, oder was? Jetzt habe ich hier noch ein Loch in der Wand. Jetzt Loch in der Decke, Loch in der Wand. Das eine Fenster ist kaputt, weil da ein Auto reingecrashed ist. Das andere Fenster ist kaputt, weil da ein Kamikaze-Typ einfach durchgesprungen ist. Wie so ein Verrückter. Die nehmen hier unsere Regale auf dem Rücken mit. Die andere kommt hier auf dem Rücken mit dem ganzen Klavier. Also mit dem ganzen Piano. Oder auf Deutsch auf Flügel genannt. Gott, ich komme hier schon ganz durcheinander. Ich meine, so ein Flügel, wie viel wiegt so ein Flügel? Das sind mehrere hundert Kilo, oder nicht? Was so ein Flügel wiegt. Das kann man doch nicht einfach so auf dem Rücken schnallen. So ein anderer Rentner-Vandale kommt hier mit seinem Gehstock und dann haut hier alles kaputt. Genau, er macht hier erstmal die Liegestütze in meinem Lager. I'm part-time worker. Vielen Dank, Puddy. Oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Was war... Ist das der Typ mit... Warum? Was ist denn... Was bringt... I'm sure it will get a lot of attention. I'm part-time worker! Ja. Selbstverständlich. Okay, was ist denn... I am part-time worker! Okay, da vorne steht wieder einer. Raucht der? Nee, der hat ein Spiel. Will er mich blenden? Oder was ist da los? Okay, warum ist das zensiert? Ach, der beleidigt mich, der... Ah, okay, ich dachte, das wäre ein Spiegel. Okay. Hat mir einfach nur einen Mittelfinger gezeigt. Eine Sauerei. Okay, wild. Ja, ich beobachte euch. 270 bis 350 Kilo. Boah, das ist einiges, ne? Also für einen Menschen. Also ist machbar, ne? Ist machbar. Aber ich wage zu bezweifeln, dass der Lauch das eben machen konnte. Weil der sah jetzt nicht so stämmig aus. Ey! I am part-time worker! Guter Backflip. Gut ab. Ja, schönen guten Tag. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Oh, die Sticks. Ey, ohne Scheiß. Leute, wenn ihr die Sticks noch nicht gegessen habt, ne, probiert die mal. Wenn ihr die Chance habt, die irgendwo zu kaufen, weiß nicht, im Asia-Shop gibt es die bestimmt auch. In jedem Asia-Shop, die sind echt super lecker, die Dinger. Sind coole Snacks. Was ist jetzt los? Der sitzt da doch nur. Ach so, der schläft. Ja, okay. Ja, das tut mir leid. Ich hätte ihn auch normal wecken können, aber ich dachte mir, die Brechstange, die macht das schon. Warum nicht? Also, wenn man die Möglichkeit hat, einen Kunden normal zu wecken oder ihm den Schädel einzuschlagen, entscheidet man sich natürlich für Letzteres. Ist ja logisch, ne? Also. Ist ja fast wie beim Penny im Hamburger Kiez. Oh, da können wir uns gerne mal eine Doku drüber anschauen von Spiegel TV über... Ist das Spiegel? Ich glaube ja, ne? Von Spiegel. Die Penny-Dokus vom Kiez. Super unterhaltsam.
I am part-time worker. Okay, das kennen wir ja mittlerweile, dass sie hier einfach unsere Sachen hier irgendwie essen wollen. Nee, keine Dokus. Aber die ist... Ja, das ist keine Doku. Also es ist nicht wirklich eine Doku, es ist eine Reportage, ne? Und... Aber was da für Typen, was die da für Typen interviewen und so. Also wirklich. Da vergeht dir alles. Oder die Reportage über die Esso-Tankstelle vom Kiez ist genauso schlimm. Die ist genauso schlimm. Die Esso-Tankstelle gibt es mittlerweile ja gar nicht mehr auf dem Kiez. Die musste abgerissen werden, weil die ganzen Häuser über der Esso-Tankstelle komplett asbestverseucht waren. Dahingehend hat man sich dann entschieden, okay, dann reißen wir halt die komplette Tankstelle weg und bauen da ein komplett neues Gebäude hin. Ich glaube, das sind jetzt alles Eigentumswohnungen, die da drüber jetzt sind oder so. Ich weiß das gar nicht genau. Ich meine, das sind alles private Eigentumswohnungen. Alles so ein Luxusscheiß, der da jetzt drin ist. Gerade auf dem Kiez eigentlich völlig, völlig unnötig. Was? Liegst du da auf meinem Regal? Was denn? Was stimmt denn nicht mit diesen Leuten? Warum? Und dann grinst du auch noch so frech. I am part-time worker. Ich meine, ihr müsst euch das mal vorstellen, dass ihr geht in den Penny rein, denkt euch, oh ja, jetzt mal ein paar Kartoffeln kaufen und auf einmal liegt da jemand oben auf dem Regal und grinst euch an. Ach, der Eimer-Typ ist wieder da. Okay, er hat auch nur... Ach, er hat 20 Sachen gerade geschmissen, aber egal, jetzt bin ich schon dabei. Ist okay, Eimer-Typ. Ja, genau, geh aus dem Weiteingang raus. Dritter Eingang. Wir haben ja jetzt mittlerweile schon 3 Eingänge. Das Gute ist, dass die meisten jetzt tatsächlich durch den zweiten und den dritten Eingang reingehen, ne? Dadurch wird die Musik hier nicht so oft gespielt. Man muss ja alles positiv sehen, ne? Man muss ja alles im positiven Licht sehen. Oh. Es ist momentan sogar gerade recht ruhig, ne? Passiert gerade nicht so viel. Oh, jetzt wo ich es gesagt habe, muss ich es natürlich jinxen. Wer macht denn hier was? Ach, der trinkt dann natürlich... Ach so, okay. Das mache ich tatsächlich aber auch manchmal, wenn ich im Supermarkt bin. So, jetzt nicht bei Rewe tatsächlich nicht, aber wenn ich jetzt einen Großeinkauf in der Metro mache, dann schnappe ich mir meistens eine Packung von den Rügenwälder Frikadellen, von den Geflügelfrikadellen, also diese kleinen Frikadellen und esse die Frikadellen, während ich in der Metro da einkaufe. Aber natürlich lege ich die am Ende dann auch aufs Band. Also, ja, und bezahl die. Das ist klar. Nothing like skipping out on the toilet. I'm genau. Das ist klar. Das kannst du bitte zu Hause machen. What's going on in the store? Call the manager. Nee, tun wir nicht. Das tun wir nicht. Ich habe ein bisschen Angst, den Manager anzurufen. Ich mache das tatsächlich so fast bei jedem Metro-Einkauf, hole ich mir da irgendwie solche Kleinpackungen mit, irgendjemand macht hier noch was. Ach, das sind 2 Stück jetzt mittlerweile schon. Ja, genau. I am part-time worker. Verschluck dich nicht. Mache ich das tatsächlich bei eigentlich jeden Einkauf in der Metro, dass ich mir da irgendwie eine kleine Packung hole, die dann direkt im Laden beim Einkaufen aufreiße und dann schon schnabuliere. Und am Ende dann die leere Packung halt auf das Kassenband lege. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Ich weiß nicht, ob das legal ist oder illegal ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Kassierer, denen stört das nicht. Also denen ist das vollkommen egal. Die fragen dann sogar noch jedes Mal, ob sie die Verpackung direkt wegschmeißen sollen. Und so, ja, gerne, vielen Dank. Also,
Scheint in Ordnung zu sein. Zumindest in der Metro, wo ich einkaufe. Da scheint das okay zu sein. Keine Ahnung. Nope, in dem Moment Diebstahl. Genauso wie zum Beispiel Kindern was in die Hand drücken zum Futtern. Ah, okay, okay. Ja gut, dann mache ich da tatsächlich dann die ganze Zeit irgendwas Illegales, aber... Aber den scheint es nicht zu stören. Also den scheint es tatsächlich egal zu sein. Solange ich es bezahle, ist anscheinend alles in Ordnung. Also wie gesagt, die fragen mich wirklich jedes Mal, ob sie die Packung dann direkt wegschmeißen sollen. Und sind super freundlich, also... Überhaupt nichts bei. Ja, genau. Mach hier einen Breakdance auf meine Alter. Wir sind hier nicht in der Disco, Junge. Was denken die sich denn? Warum? Holy shit, ey. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ach, der klaut er hier wieder? Ah, ja, natürlich. Ja, genau. Und der nächste. Ist das die Oma? Ja, natürlich ist es die Oma. Oh, Entschuldigung. M-N-O. Kommt da gerade The Grudge rein? The Ring? Ich geh weg. Ich habe zu viele japanische Horrorfilme und Horrorspiele gespielt, das finde ich nicht okay. Das finde ich nicht okay, dass die jetzt hier ankommt. Hey! Hör sie auf, hier zu klauen. I'm Part-Time Worker. Bitte nicht näher. Gehen Sie weg. Gehen Sie weg. Ich will nicht, dass Sie hierher kommen. Was machst du denn da? I'm going to cool you down. What the hell? Und dennoch mit diesem frechen Grinsen. I am Part-Time Worker. Oh nein, sie will wirklich... Das habe ich genau gesehen. Das habe ich ganz genau gesehen. Oh Gott, sie will wirklich hier rein, ne? Kann ich den jetzt schon aufhalten? Ah, guck mal. Achso, der macht jetzt da draußen... Ja, aber da draußen kann er doch ruhig einen Breakdance machen. Ist doch vollkommen in Ordnung, oder nicht? Also ich meine... Ein Ei weniger, würde ich da jetzt mal behaupten, oder? Du bist ein Arschloch, ey. Du hast mich immer an den Eiern, ey. Der hat mich immer an den Eiern, ey. Ich habe aber nur noch eins. I am Bertram Walker! Okay. Wir haben hier immer noch einen. Wo ist denn noch einer? Ich sehe hier sonst keinen. Hier auf dem Parkplatz? Oh ja, da hinten. Was machen Sie denn da? Was machen Sie denn da? Achso. Part-Time Worker! Was ist jetzt los? Ah. Ja, die macht hier doch auch noch Liegestütze. Finde ich jetzt tatsächlich gar nicht so schlimm. Wir haben hier immer noch einen. Oh, der läuft auf Klo. Warte. Den. LOL! Genau. I am Part-Time Worker! Hey!
I love you. Oh, danke. Aber ich hau dich trotzdem, aber I'm rooting for you. Ja, sehr schön, sehr schön. Das finde ich toll. Alter. I am part-time worker. Was geht denn hier jetzt ab? Das nimmt ja völlig überhand hier gerade. Was? Wer denn jetzt? Hat sie sich hier ins Regal... Gibt's nicht, Alter. Ja, es ist gemütlich zwischen dem Donut und dem Toastbrot, wa? Wir haben immer noch einen. Wir haben hier immer noch irgendwo einen, der... Ah, da hinten nachher zeigt mir wieder Mittelfinger. Ich komme hier gar nicht mehr zum Kassieren. I'm part-time worker. Ja, es sind wirklich, wirklich sehr wilde Kreaturen hier unterwegs. Alleine der Typ hier schon wieder mit seinen Verkehrshütchen. Er ist schon wieder da. Ach. I am part-time worker. Oh, ich habe den anderen leider auch getroffen. Oha. Was war das denn? Eine Zweitcharge? Wo ist das, der Eimerhut? Oh Gott, jetzt haben wir beide hier, ne? Den Straßenhütchen und den Eimertyp. Ich hab schon gesehen, die Frau da vorne, die sich da irgendwie hinsetzt. Das ist doch vollkommen okay, lass sie doch an dem Müll sitzen. Also, stört doch niemanden, besonders nicht hier hinterm Laden. Ja, vorbei. Wir haben ja jetzt hier unseren dritten Eingang und Ausgang, ne? Da kommen natürlich auch viele Kunden entlang. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Entschuldigung, was machen Sie hier? Was haben Sie vor? I wonder if I have any underwear? I'm part-time worker! Warum wundert er sich, ob er irgendwelche Unterwäsche hast? Weil ist dir nicht klar, ob du Unterwäsche anhast oder nicht? Warte mal, war ich... Ach. Ah, diesmal ist es eine junge Frau. Okay, kein OP. Ah, tut mir leid, aber das ist leider nicht gestattet. Also, uns wurden hier auch schon Wände eingeschlagen. Das... I am part-time worker. Wir haben immer noch einen. Wer ist denn jetzt noch hier unterwegs? Und es steht wieder zwei. Ich komme ja gar nicht mehr zum Kassieren. Hier liegen überall irgendwelche Leute. Irgendwelche ausgenockten Leute. Ach so. Ah, du bist sehr stark mit Verkehrshütchen. Gewichte eben. Was hast du vor? Oh. Ja, das geht natürlich worker. Auch nicht. Ah, wieder dieser Vandalismus. Immer dieser Vandalismus. Alles okay bei Ihnen? Sie haben da was Blaues im Gesicht. Domestic Violence? Ihr Gesicht ist ganz blau. Ich würde mal zur Polizei gehen. Ach, die ist da. Ach, Gottes Willen. I am part-time worker. Okay. Okay. Oh, es ist mal eine ruhige Minute, liebe Leute. I am part-time worker. Und da wurde es wieder gesagt. Ey, doch nicht der ATM. I am part-time worker. Oh, das war persönlich gerade von ihm. I am part-time worker. Das war sehr persönlich gerade. So, was hast du vor? Wir folgen jemand nicht. Was will sie? Ja, ich bin da. Ja. Okay. Der geht da hinten immer noch besoffen längs. Keine Ahnung, was mit dem kaputt ist. Oh, wir haben eine ruhige Minute. Okay. Fazit soweit. Wir haben ein kaputtes Fenster. Komplett kaputte Wand. Unsere Mangas und Zeitschriften sind komplett weg, weil die wurden vom Auto überfahren. Wir haben ein Loch in der Decke, weil jemand Superheld spielen wollte. Wir haben ein riesen Loch in der Wand, weil ein Rentner meint, er sei Thor.
Dann haben wir hier irgendwelche Hütchentypen rumlaufen mit Verkehrshütchen auf dem Kopf und an den Armen. Dann haben wir hier einen Typ rumlaufen, der immer mit einem blauen Eimer auf dem Kopf hat. Dann hatten wir hier jemanden, der meint, original aus The Grudge oder The Ring zu kommen. Also irgendwas stimmt hier doch mit der Stadt nicht. Also das ist ja... Ja. Guten Tag. Oh, stylisch. Sehr stylisch, muss ich sagen. Ah, wie schön. Eine ruhige Minute. Ich beobachte euch. Ich stalke euch alle. Ach so, ja klar. Hab ich genau gesehen. Was? Wie können Sie denn jetzt schon schlafen? Wie schnell ist er denn eingeschlafen, bitte? I am Bertram Walker. Und warum bewegt er sich so im Schlaf? Wow. Oh, okay. Pass mal auf. Der mit dem blauen Eimer, meinst du? So. Vorne. Ach, der sprayt wieder, oder? Sprayt er wieder was? Er sprayt. Oh Gott, noch mehr. I'm Part-Time Wrecker! Ja, ist mir egal, ob du Routing machst, aber für mich. Aber ist. Genau. Und der. I am Part-Time Wrecker! Wieder der Typ, der so geil geschminkt ist. Ach, der Opa macht doch auch gleich was. Ja, aber klar. Hat er gerade Erde gegessen? Hat er gerade ernsthaft Erde gegessen? Alter, was stimmt denn nicht mit denen? Hier ist ein Convenience Store. Du kannst hier ja Instant-Nudeln kaufen für wenig Geld. Aber nein, er muss Erde essen? Ich glaube, der hat den Veganismus auf Next Level studiert. Was haben Sie denn vor? Entschuldigen Sie? I wonder if I have any underwear. Okay, du auch? I am Part-Time Walker! Das sind hier gerade ganz schön viele, ne? Ich muss mal gleich kurz scannen. Ich sehe hier hinterm Regal schon wieder einen. Ach, der hat sich wieder auf die Mangas gelegt. Wo hast du überhaupt die ganzen Mangas her? Die sind doch alle weg. Holy shit, das war... Ja. Ich kann dich direkt mal ausnocken hier, weil du willst mir wieder irgendwelche Regale stehlen. Mario, herzlich willkommen, mein Lieber. Herzlich willkommen. Frag mich gerade, wo haben wir denn... Ach so, der liegt hier im Lager. So, kann ich jetzt mal wieder meiner Arbeit nachgehen als normaler Part-Time-Worker? Was ist denn jetzt schon wieder los? Wen haben wir denn noch übersehen? Habe ich noch einen übersehen? Wo ist denn noch einer? Ach, der frisst hier! Der du Hund! I am Part-Time Worker! So. Entschuldigen Sie die Verspätung. Ich scanne. Oh, noch einer. So, entschuldigen Sie, ich muss hier leider gerade wieder... Ach, ja, na klar! Wobei... Ja, warum nicht? Kannst du doch machen, ist doch okay. Ja, komm, den lassen wir mal. Ein bisschen Feuerwerk ist auch nett. Habe ich nichts gegen. Solange kein Hund hier ist. Und wie es ausschaut, haben wir hier ja keinen Hund oder irgendwelche Tiere. Kann man das so machen. Ich bediene die jetzt mal alle hier mal so ein bisschen, ne? Wir müssen ja auch mal ein bisschen vorankommen. Bekomme ich eigentlich nonstop denn, nonstop hier schlechte Bewertung? Einmal schlechte Bewertung haben wir ja jetzt schon bekommen von ihm. Mal gucken, ob wir jetzt... Ah, okay, ja. Ja, gut. Ja, es tut mir leid, auch wenn ich das Feuerwerk... Es sieht schick aus, aber es tut mir leid. Ich muss ihn die Schädel dafür einschlagen.
normale Bestrafung. Also. Da wird direkt der Schädel eingeschlagen. Da ist auch. Da macht man auch nichts anderes. Da geht man einfach mit der Brechstange und schlägt den Schädel ein. Das mache ich bei mir im Park übrigens auch. Also wenn ich da jemanden sehe, der einen Böller werft oder so, laufe ich direkt hin, ziehe meine Brechstange aus meinem Inventar und hau ihn erstmal die Beine kaputt. Und das sieht schon sehr verdächtig aus. Ja, ist noch nicht mal dazu gekommen, irgendwas zu machen. Sehr gut. Die wollte sich bestimmt schlafen legen. Aber ich habe sie jetzt vorzeitig schlafen gelegt. Oh Gott, der da hinten fängt doch gleich wieder an zu rauchen. Ja, ich wusste es. I am Pro-Jam Worker. Okay, ach, er ist hier schon wieder Erde. I'm Pro-Jam Worker. Was haben die eigentlich immer mit der Erde dort? Hä? Okay. Irgendjemand. Das scheint ein Bug zu sein. I'm perch, I'm oh Gott, jetzt nimmt das wieder Überhand hier. Ach, der sitzt da hinten auf Toilette. Und da irgendein Unsichtbarer schnarcht. Schnarcht auf dem Ding hier am Tisch. Nee. Ja, die brauchen hier gar nicht erst anzufangen. Die brauchen hier gar nicht erst anzufangen. Ja, na klar. Alter, ich komme hier gar nicht mehr zum Kassieren. I am part-time worker. Okay, du gehst kaputt. Du sitzt hinterm Laden. Wir haben ja mittlerweile 3 Eingänge. Das ist okay. Ich glaube, kommt man eigentlich durch das andere Fenster? Kommt man da durch? Kann man da so durchspringen? Wobei, das sind Regale da vorne. Ne, okay, das funktioniert nicht. Alter, was ist denn bei euch nicht in Ordnung? Yeah. Okay, die eine hat wieder ihre Unterwäsche vergessen. Der andere will hier mein Zelt wieder klauen. So. Nein, du brauchst hier gar nicht erst anfangen. So. Schönen guten Tag. Wie kann ich ihm behilflich sein? Ach, sie macht hier wieder einen Breakdance. Ja, komm. Kriegst noch einen zweiten Schlitz. So, wen haben wir denn noch hier? Irgendjemand? Er hier? Nee, er steht da an der Kasse. Oh, er wollte gerade meine Scheibe einwerfen. Ja, ist ja gut. Wir haben hier 3 Leute. Wo sind denn noch welche? Achso, hier. Okay. Immer noch 3. Oh, was ist denn hier los? Ich komme nicht hinterher. Es sind zu viele. Es sind zu viele. Wo sind die beiden? Er. Ach so, er hier und der andere hier am Regal. I'm part-time worker. So, schönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, Onigiri haben wir jetzt gelernt. Oh, wieder die Sticks mit Grünteegeschmack wahrscheinlich. Ach so. I am part-time worker. Also ich meine, es ist ja, ey, les doch die Mangas, aber warum denn so? Warum denn ausgerechnet in der Position? Und Sport machen kannst du auch zu Hause, dafür brauchst du nicht den Parkplatz belegen. Ach, da vorne, der liegt jetzt wieder hier. Holy shit, ey, jetzt geht's aber richtig ab hier. I'm Perch, I'm Walker. I am Perch, I'm Walker. Der Opi wieder, ne? Oh, wir haben die Schicht beendet. Das Dach und so ist auf mysteriöse Art und Weise wieder alles heil. Well, sorry about that. I know it was a tough day. Nee, gar nicht.
It's true that you have to deal with troublesome customers, but if you don't like it, that's fine. You can just beat them up. Take care of yourself. By the way, I'm going on vacation, Urlaub wahrscheinlich. I mean a business trip, ja. Hm? Du bist sehr vertrauenswürdig, lieber Manager. Could you take care of the store for a month or so? I'm counting on you, part-timer. Ja. I'm part-time worker! Huh? Oh. Huch. I am part-time worker. Okay, I'm definitely quitting this job. Ja. Ja, bin ich auch. Ist eine gute Entscheidung. Es ist eine gute Entscheidung. Ja, liebe Leute, das war I am part-time worker. Wow, das war lustig. das war echt funny. Lustiges Spiel. Hat sich zwischendurch natürlich auch von so ein paar Dingen ein bisschen wiederholt, ne? Aber ich glaube, eine Stunde war schon ganz gut. Also das jetzt eine Stunde zu machen, das ging gerade gut. Chopper, good ordinary person sitting on a chair. Ordinary people hanging around. Ja, natürlich ordinary. Der seine Hütchen drauf hatte. Oh, zwei haben wir nicht gesehen. Ah, der Brokkoli-Typ, ja. I never allow plants. Reading in bed, campfire. Idiot. Cool. Okay, zwei Stück haben wir bisher noch nicht gesehen. Robbery, Fireworks, das haben wir alles. Leaving a restaurant. Madame Flag, Ryan Jointly. Ah ja, der Typ war auch ganz merkwürdig. Der Soup. Der hat sich hier nur so in Suppe gesetzt. Uiuiui. Revolution, Living in a Corner. Dynamic Entry, Superhero. I'm Stumped, Live, okay. Die allermeisten haben wir anscheinend denn alle gesehen. Uncle Wallbreaker, The Worst Brothers, ja. Drunk Art. Smartphone in the restroom, noisy person. Underwear Thief. Person who takes peeping films, Baseball Boy 1, Claimer. Baseball Boy 2. Ja, alleine auch er, dass er da ganze Regale halt mit sich schleppt, ne? Okay. Sind tatsächlich ganz schön viele unterschiedliche Leute. Okay, zwei Stück scheinen wir nicht gesehen zu haben. Zwei Stück. Bad Manager Extreme. Ja gut, den haben wir ja auch nochmal am Ende auf die 12 gehauen. The End. Ja, liebe Leute, das war I am a part-time worker.